Hallo über Deutschlandwetter zu einem neuen Wetter-Update. Und hier sehen wir oder hören wir gerade, dass es hier bei uns am Niederrhein sehr windig ist. Ich nehme das Video heute mal bei diesem Sonnenschein auf. Und natürlich ist die Tonqualität heute nicht so gut wegen diesem Wind. Fangen wir an und dann schauen wir mal auf den 23. oder gesagt auf den 22.04. Und da sehen wir, nach dem EZMWF-Modell würde es eine südwestliche Strömung geben mit recht milder Luft, die dann nach Deutschland strömen würde. Und dann würden wir auch hier recht hohe Temperaturen in 2 Metern Höhe bekommen. Schauen wir jetzt aber als nächstes erstmal in der nächsten Karte auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und da sehen wir, dass wir von Südwesten Richtung Deutschland eine milde Zunge sich erstrecken wird mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe von um die 5 bis 15 Grad. Und dann blicken wir jetzt mal oder zoomen wir jetzt mal nach Deutschland rein. Und da sehen wir doch ganz gut, dass wir dann knapp in den westlich von uns, also Niederlande, Belgien, Frankreich, Temperaturen in 1500 Metern Höhe von um die 10 bis 15 Grad haben werden. Und je weiter man nach Osten kommt, desto kühler wird es werden mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe zwischen 0 und 5 Grad. Schauen wir jetzt mal auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe, die wir da so messen würden. Und da sehen wir dann im Westen in NRW Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad. Richtung Osten ein bisschen kühler mit Temperaturen zwischen 10 und 16 Grad. Also nach Osten, wie gesagt, kühler, nach dem EZMWF-Modell Richtung Westen milder. Das GFS-Modell berechnet das Ganze ein bisschen anders. Der gleiche Tag und der gleiche Vorhersagezeitpunkt. Und da sehen wir eine kühle bis milde, aber nicht warme Ostströmung mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die wir uns gleich anschauen werden. Und dazu haben wir dann noch ein kleines Tief über Großbritannien. Und das würde uns dann eventuell auch sehr wechselhaftes Wetter bescheren. Schauen wir auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Da sehen wir ganz anderes Spiel im Osten. Temperaturen in 1500 Metern Höhe von 5 bis 10 Grad. Aber je weiter man nach Westen kommt, desto kühler wird es werden mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe von plus 2 bis minus 2 Grad. Also da ist doch so ein großer Unterschied. Blicken wir jetzt mal nach Deutschland rein. Da sehen wir im Osten Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Wie gesagt, in 1500 Metern Höhe. Im Westen Temperaturen in 1500 Metern Höhe von meist 0 bis minus 2, örtlich auch mal plus 2 Grad. Schauen wir auch hier auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe, wie sie aussehen würden. Und da sehen wir, im Osten hätten wir Temperaturen zwischen 10 und 16, örtlich auch mal 17, 18 Grad. Im Westen wäre es deutlich kühler mit Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad. Da würde dann also nochmal milder, kühlere Luft nach Westen strömen. Schauen wir jetzt uns noch das Ganze mal ein bisschen weiter an. Schauen wir uns das GFS-Modell an zum 28.04. und also zu Ende April. Und da sehen wir Temperaturen in 1500 Metern Höhe über Deutschland von teilweise 0 bis minus 5, örtlich auch minus 6 Grad. Also es würde ziemlich, ziemlich kühl dann nochmal werden. Am wärmsten wäre es im äußersten Südwesten mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe von 0 bis 3 Grad. Schauen wir jetzt mal auf das EZMWF-Modell und das GFS-Modell im Vergleich bei den Ensembles. Und da sehen wir doch gut, dass das EZMWF-Modell im Westen auch mal die 20 bis 25 Grad Marke antandieren will. Und dazu hätten wir dann auch noch sehr, sehr wenig Niederschläge. Schauen wir uns das Ganze dann jetzt auch nochmal für den Westen nach dem GFS-Modell an, nach den Ensembles, die wir dort denn hätten. Und da sehen wir doch ein ähnliches Spiel. Auch hier wären wir dann eher bei überdurchschnittlichen Werten oder bei Temperaturen in 2 Metern Höhe von meist 5 bis 15, örtlich auch mal über 15, teilweise auch mal bis an die 20 Grad Marke. Schauen wir uns das Ganze dann jetzt mal noch für den Osten an. Einmal das EZMWF-Modell hier für den Anfang. Und da sehen wir auch hier, würde es teilweise die 20 Grad Marke antendieren. Aber auch zum Ende des Vorhersagezeitraums gehen auch wieder einige Läufe nach unten. Und auch hier hätten wir nur ein paar Niederschlagssignale, die dann zum Ende des Vorhersagezeitraums nach dem EZMWF-Modell wieder
ein bisschen mehr werden würden. Das Ganze schauen wir uns auch hier nach dem GFS-Modell an. Und das GFS-Modell berechnet das ähnlich, aber nicht auf so einem hohen Temperaturniveau. Das Ganze wird hier auch mit Temperaturen, die an die 20 Grad Marke gehen könnten, antendiert. Auch hier haben wir nicht sehr viele Niederschlagssignale, aber ein paar. Das Ganze war, das war's das dann schon wieder in diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Morgen früh, denke ich mal, so wieder um 5 Uhr, 5.30 Uhr. Und dann schauen wir uns das Wetter wieder in den kommenden Tagen an. Und dann sage ich nur, macht's gut, bis dann und schau und genießt in manchen Teilen Deutschlands einfach die Sonne.